Hallihallo, Kasu hier. Auf zu einer neuen Runde Assassin's Creed. Wir werden Connor weiterspielen. Bei der letzten Runde haben wir es bis zur Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika geschafft. Mal schauen, was uns jetzt erwartet. Ich habe mittlerweile auch vor, dass diese kleine Begrüßungsszene ein bisschen kürzer wird. Also Standby aus und Let's Play. Jetzt warte ich nur noch, dass OBS alles einfängt. Und ich stelle fest, ich habe mal wieder nichts auf meine Kopfhörer gelegt. Das ist immer eine super Vorbereitung. So. Jetzt sind die Kopfhörer eingesteckt. Ganz wichtig. Habe ich ein Auge. Ich habe die Vermutung, dass ich mich gerade wieder richtig verreite. Müssen wir hier überhaupt hin auf der Karte? Da unten. Wieder Richtung Boston. Wir werden uns verlaufen. Nur ein bisschen. Was machen die da? Connor, auf das Pferd wieder. Okay, ich ist Pferdchen. Ich versuche es gerade mal auf dem direkten Weg zur Hauptmission.
Das war ein Lux. Ja, Mann. Fängt ja schon gut an. Fängt ganz gut an. Das war gut. Da sollte ich Q drücken, okay? Die Q. Leertaste. Wird uns später, ich glaube, bei Black Flag noch öfter begegnen. Leider. Die Mechanik. Mal schön Richtung Ausrufezeichen laufen. Ich glaube, ich nehm die Brücke. Bei dem Wetter zu schwimmen ist, denke ich mal, ein bisschen kalt. Nur ein ganz kleines bisschen. Das kämen wir langsam der Front näher. Wir sind ja hier mitten im Unabhängigkeitskrieg, glaube ich. Und hier ist auch
die Hauptmission. Fehlender Nachschub. Mission starten. Commander? Connor. Etwas Neues zu Lee? Noch nicht. Verzeih mir bitte, ich war abgelenkt. Einige Nachschubkarawanen für das Lager sind verschwunden. Jemand hat uns verraten. Ein Verräter namens Benjamin Church, gerade freigelassen worden, ist auch verschwunden. Das hängt doch bestimmt damit zusammen. Was hat er verbrochen? Man erwischte ihn, als er den Loyalisten unsere Truppenstärke verriet. Einschüchterungstaktik, sagt er, um Krieg zu verhindern. Eine Lüge. Ich werde Church für dich finden. Warum? Hast du einen Grund zu helfen? Ist das wichtig? Wie du meinst. Ich hörte von Zwischenfällen entlang der südlichen Straße. Vielleicht ist er verantwortlich. Ich schlage vor, du beginnst deine Suche dort. Zur verlassenen Kirche zurückkehren. Okay. Da gibt es jemanden, mit dem wir reden können. Ah, Connor. Was haltet ihr von meiner Arbeit bisher? Die Männer sind stärker, fokussierter. Es ist gut, dass du hier bist. Zu freundlich. Gott weiß, meine Reise war äußerst unsicher. Wir haben viele eigenartige Dinge probiert, um hierher zu kommen. Ich kleidete mich als Frau Connor, um britische Spione zu täuschen. Wusstet ihr das? Das ist mir neu. Als eine Frau, sagst du? Es ist wahr. König George hatte unsere Überfahrt bereits in Bordeaux gestoppt und drohte, mein neues Schiff, La Victoire, zu kapern und mich zu verhaften. Aber ich bin ein sturer Bock und ließ mich nicht davon abhalten. Also ritten wir nach Spanien und bezahlten dort für die Überfahrt. George's Spione hatten uns auf Schritt und Tritt verfolgt. Eine Verkleidung war die einzig verbliebene Chance. Mon Dieu. Niemand bezweifelt deine Hingabe. Du bist von unschätzbarem Wert für die Sache. Du tatest, was getan werden musste. Ich bin sicher, ich hätte dasselbe getan. Aber natürlich hättet ihr. Das ist das Mindeste. Folge mal der Straße. Vielleicht ist das der einfachere Weg zu der Kirche. Oder ich verlaufe mich wieder. Könnte auch passieren. Wäre nicht das erste Mal. Die verlassene Kapelle. Vater, Connor, ein letztes Wort? Vater, eine schlechte Wahl. Willst du Church überwachen? Aufpassen, dass er genug stiehlt für deine britischen Brüder? Benjamin Church ist kein Bruder für mich. Auch die Rotröcke nicht und ihr närrischer König. Ich rechnete mit Naivität, aber das... Die Templer kämpfen nicht für die Krone. Wir wollen dasselbe wie du, Junge. Freiheit, Gerechtigkeit, Unabhängigkeit. Aber... Aber was? Johnson, Pitcairn, Hickey. Sie planten Land zu stehlen. Städte zu plündern. Den Mord an George Washington. Johnson wollte Land besitzen, nur um es zu schützen.
Pitcairn wollte die Diplomatie vorantreiben, die du verpusht hast, um einen Krieg vom Zaun zu brechen. Und Hickey? George Washington ist ein schlechter Führer. Er hat beinahe jede seiner Schlachten verloren. Der Mann ist gezeichnet von Wankelmut und Unsicherheit. Sieh dir nur Valley Forge an und du musst mir recht geben. Ohne ihn sind wir alle besser dran. Hör zu, ein Kämpfchen mit dir in allen Ehren. Aber Benjamin Churchs Maul ist so groß wie sein Ego. Du willst die gestohlenen Vorräte. Ich will ihn bestrafen. Unsere Absichten sind im Einklang. Und was schlägst du vor? Waffenruhe. Etwas gemeinsame Zeit tut uns gut. Nun, du bist mein Sohn, trotz allem, und könntest von deiner Ignoranz befreit werden. Oder ich töte dich, wenn du magst. Exzellent. Sorge dann. Weißt du denn, wo wir Benjamin Church finden können? Ich fürchte nicht. Ich hoffte, er oder einer seiner Männer würden hierher zurückkehren. Ich kam aber leider zu spät. Sie waren hier und haben alles mitgenommen. Vielleicht kann ich seine Spur aufnehmen. Es war Proviant in diesen Kisten. Außerdem ärztliche Ausrüstung und Kleidung. Jetzt müssen wir mit unserem Vater, den Templer, gemeinsame Sachen machen? Na gut. Immer diese leichten Schnee Verwirrungen. Bedeckt. Doch noch ist genug zu sehen, um ihnen zu folgen. Also auf dem Weg zu Charles Lee treffen wir jetzt Hazem Kenway wieder. Immer ich. Ich friere mich hier noch tot, wenn ich das nicht hinbiege. Gehörst du zu Ben Church? Sehr geschickt. Wegzulaufen war nicht klug. Was willst du? Wo ist Benjamin Church? Ich weiß nicht. Wir wollten zu einem Camp nördlich von hier. Da laden wir normalerweise unser Zeug ab. Vielleicht findest du ihn... Genug davon. Du hättest ihn nicht töten müssen. Verschwenden wir nicht unsere Zeit mit sinnlosem Geschwätz. Hol Churchs Männer ein, infiltriere ihr Lager und sieh, was du entdecken kannst. Was ist mit dir? Das spielt keine Rolle. Tu einfach, was ich sage. Der Typ wird mir immer unsympathischer. Also so von jeder Begegnung zu jeder nächsten. Die Ausbeute war gut diesmal. Ich hab Schwarzkohl bei den Kisten gesehen. Dafür gibt es etwas extra. Hi, Church wird sich freuen und wir werden reich. Die Yankees tun mir fast leid. Zittern und hungern da draußen. Ist ein mieser Hacker. Nicht im Heulkarren fechten. Oh, diese Aufgaben. Das hätten sie schon vor langer Zeit tun sollen. Die ganze Kämpferei, das hilft niemandem. Die Krone gewinnt am Ende doch. All dieses Leben. Jetzt bin ich einmal hier drin, jetzt bleibe ich da.
Jetzt müssen wir noch 3 Lagerwachen unbemerkt eliminieren. Bedankst du dich nicht mehr? Höchste Zeit, dass du aufkommst. Hör gut zu. Der Boss will, dass wir heute Nacht etwas Neues versuchen. Keine Konvois mehr. Wir plündern das Yankee-Lager direkt. Valley Forge! Das war eine Wache? Bedankst du dich nicht mehr? Höchste Zeit, dass du aufkommst. Hör gut zu. Der Boss will, dass wir heute Nacht etwas Neues versuchen. Keine Konvois mehr. Wir plündern das Yankee-Lager direkt. Valley Forge! Genau das. Bist du dir sicher? Sicher oder nicht, ist nicht meine Entscheidung. Ich mache, was Church sagt. Diese Wege sind teilweise echt komisch von denen. Schleichmissionen. Was er vorhat, bedankst du dich nicht mehr. Danke, dass du aufkommst. Hör gut zu. Der Boss will, dass wir heute Nacht etwas Neues versuchen. Keine Konvois mehr. Wir plündern das Yankee-Lager. Sich bedeckt. Schließlich will er nicht zurück in den Knast und so. Okay, bin dabei. Wen haben wir da? Der ist ganz verdächtig ums Lager rumgeschlichen. Ist bestimmt ein Yankee-Spion. Nein, der ist was anderes. Was Besonderes. Ist es nicht so, Haytham? Church hat mir alles von dir erzählt. Dann solltest du es besser wissen. Du bist nicht in der Position, Drohungen auszusprechen, oder? Noch nicht. Yeah.
Wenn du mit diesen Pflegern fertig bist, treffen wir uns in New York. Was? Du bist einfach weg. Jetzt? Wenn du nicht mit ein paar Söldnern fertig werden kannst, dann sollten wir auch nicht zusammenarbeiten. Schade, so gerade nicht geklappt. Wenn du mit diesen Pflegern fertig bist, treffen wir uns in New York. Du bist einfach weg. Jetzt? Wenn du nicht mit ein paar Söldnern fertig werden kannst, dann sollten wir auch nicht zusammenarbeiten. Unglaublich. Wenn du mit diesen Pflegern fertig bist, treffen wir uns in New York. Du bist einfach weg. Jetzt? Wenn du nicht mit ein paar Söldnern fertig werden kannst, dann sollten wir auch nicht zusammenarbeiten. Unglaublich. Diesmal haben wir es geschafft. Nach dem dritten Anlauf. Wo müssen wir jetzt hin? Nach New York, ne? Ja.
du die Jagdhütte suchst, bist du fast da. Da drüben ist sie. Der arme Hirsch. Aber er hat uns angegriffen. In dem Wetter auch noch schwimmen gehen. Und nach New York reisen. Akzeptieren. Ja.